Amenet, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du meintest, du weißt, was zu tun ist? Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Ich finde die Story gerade, wenn ich ehrlich bin, viel besser als die Hauptstory aktuell. Das ist viel spannender gerade, diese Nebenstory mit den Flüchen. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Bereit? Ja, bereit. Er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherin. Revelio. Wir sind hier. Unfassbar. Sebastian, Ominous. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Revelio. Das Kryptorium von Salazar Slytherin. Ein geheimer und gut geschützter Ort unter Hogwarts, in dem Salazar Slytherin wohl viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit den anderen Gründern nachzudenken.
Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godricks Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber es ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer in Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansicht teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen, mein Erbe zu beflecken. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Aber ein unbedingtes Gefühl bei diesem Ort. Wir sollten hier nicht bleiben. Revelio. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder. Lumos. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie... und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Reisen erweitert den Horizont. Ja. Komm, trink!
Okay, testen wir mal. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Ich glaube, den Lehrer juckt's gar nicht. Ist das lächerlich, egal? Nicht wahr? Renrock will das wieder. Komm, trinken! Aber Kurzio. Rebellion hält niemand auf. Ich verdiene Besseres, als hier Wache zu halten. Vingardium Leviosa. Leviosa. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ja. Crucio. Das Crucio kann. Ja.
Digga, geht das ab. Holy shit, ist der strong. Flo, der Echte. Dankeschön für den Prime. Liebe geht raus. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Revelio. Ich würde einfach mal behaupten, Leute, dass ich guten Damage raushau. Revelio. Revelio, schnelle Weg nach unten. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Das hat es. Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Okay, alles klar. Lumos. Lumos! Koboldspuren. Sie sind uns eine Spur voraus. Folgen wir ihnen. Lumos. Lumos! Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind.
Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Ranrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fig muss Sie jetzt verlassen. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Lumos! Ich weiß noch, was für ein Talent ich lerne. Accio, Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Revelio. Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Accio. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Thank you.
fuck? Akio, Wingardium Leviosa. Akio. Ah, wait. Wingardium Leviosa. Ah, okay. Easy. Okay, da darf ich nicht drauf springen. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Akio.